Hallo ihr Lieben, ich mixe mir gerade selbstgemachtes Pouring-Medium für Flüssigacrylbilder. Und ich zeige euch gleich, was ich genommen habe. Ich mache mir schnell noch das Wasser. Perfekt. So, dann brauche ich ein Dings da rein. So, und zwar, ich habe hier von Ponal Classic Holzleim jetzt mal, probiere ich mal aus. Ich habe das, was ich haben wollte, nicht gefunden. Ich wollte alles Kleber haben, aber tja. Wir probieren. Es ist experimentell. Jetzt habe ich hier meinen Holzleim und ich habe 90 Milliliter Holzleim genommen und 30 Milliliter Wasser. Das heißt, ich habe eine ganz schön flüssige Sache hier. Ich habe im Grunde drei Teile Kleber und ein Teil Wasser. Aber es ist ganz okay. Doch, doch, ist schon in Ordnung hier. So, und das werde ich dann auch gleich in der gleichen Menge, drei Teile Farbe und ein Teil von diesem Do-it-yourself Pouring Medium. Ich muss mal recherchieren, was das auf Deutsch heißt. Irgendwie finde ich nur amerikanische Videos zu dem Thema, aber das sieht doch gut aus, schöne Konsistenz. Und damit verdünnt man sich im Grunde die Farbe, damit das Ganze dann flüssig wird. Okay, ich misch mal weiter. So, dann war ich heute im Teddy und da gibt es für 1,75 € Milliliter richtig geile Metallic-Farben. Ich denke, ihr könnt das sehen. Wunderbar. Ja, habe ich mir ein paar geholt. Und die werde ich jetzt mal zusammenmischen in meine 4 Unzen, Onzen, keine Ahnung wie. genau. Und dann werden wir sehen, was sich daraus zaubern lässt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel 15 und 5 Gramm genommen. Und jetzt gucke ich mal. Ja, das sieht aber gut aus. Also der Kleber trocknet im Übrigen durchsichtig aus. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie sich das auf meinem ersten. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe mir schon zahlreiche Videos angeschaut. Aber wie das dann selbst gemacht ist und wie es funktioniert, das ist aber noch sehr dickflüssig. Tja, da muss ich mal überlegen, ob ich da jetzt dann mit Wasser. Naja, es geht eigentlich. Also den Rest haben sie gesagt mit Wasser. So, das werden wir dann noch sehen. Ja. Ich bin gespannt. So, jetzt werde ich mir hier noch auf meine. Ich habe zwar eine Hochglanzplatte hier liegen, aber da sind wir, die ist nicht ganz sauber. Deshalb mache ich mir hier noch Reynolds Freezer Paper drauf. Das ist, da kann man fürs Nähen Applikationen mit anfertigen. Das blendet hier irgendwie. Oder man kann ja, das für Kunstsachen benutzen. Man kann natürlich auch Fleisch da drin einpacken oder Pakete, die man verschicken möchte. Oder man macht auch, wenn man ja, irgendwas direkt applizieren will, kann man das auch benutzen oder also es ist für alles Mögliche gedacht. Ja, das mal dazu. Und das habe ich mir auch im Internet bestellt. Und das ist quasi so eine Rolle. Es ähnelt ein bisschen. Ich müsste das mal mit Backpapier ehrlich gesagt ausprobieren, ob das auch geht. Wäre deutlich günstiger. Ansonsten klebe ich das jetzt erstmal hier mit Tape fest und dann machen wir gleich unser Dirty Pouring. Dann habe ich hier einen. Ui, was war denn das jetzt für eine Größe? Kann ich nochmal nachgucken. Ich vermute 20x20. Und ich habe mir halt hier unten drauf so Dinger dran gemacht, damit ich den Rahmen besser greifen kann beim Arbeiten. Upala, sorry fürs Wackeln. Ich werde jetzt mal überlegen, welche Farben ich genau nehme und bin dann gleich wieder zurück. So, dann habe ich jetzt Handschuhe an, weil ich habe schon eingesaute Finger genug.
Jetzt werde ich anfangen. Also am besten, man schaut vorher einfach mal, ob das soweit gerade ist. Ich habe echt Glück. Alles gerade. Und jetzt würde ich einfach mal hier die weiße Farbe vorbereitend auf meinen Rahmen machen. Dass es einfach besser rutschen kann, gell? So, damit es ein bisschen gleichmäßiger ist. Dann kommt jetzt Silikon in die Farbtöpfchen. Ich werde das auch mal ins Weiß machen. Schauen wir mal. Sieht das deutlich dicker? Ich bin gespannt. Ob das genügt? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt habe ich meinen Rahmen nass gemacht und eigentlich möchte ich einen Flipcup machen. Oh Mann. Auf jeden Fall eine sehr meditative Sache hier. Jetzt kommt noch mal Weiß drüber. Okay. Das traue ich mir noch nicht zu, dass da so drüber. Ich mache das trotzdem so. Also man macht quasi jetzt das Ding da drüber und dann dreht man das Ganze um. Ich bin gespannt, mein erstes. Yeah. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis sich das alles nach unten setzt. Ich bin so gespannt. Ach so, ich möchte noch ein bisschen grau außenrum. Sind wir mal gespannt, oder? Hier löst es sich schon ein bisschen. Die Farbe kommt durch. Also ich werde es. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Man kann das entweder einfach nach oben ziehen oder man kann das ein bisschen verschieben und dann zur Seite machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Aber es sieht schon ganz witzig aus da. Ich bin so gespannt. Komm, hau rein. Jawohl, geil. Wie geil, wie geil. Guckt euch mal das da an.
Ja, geil und geile Zellen, wie Hammer. Gefällt mir gut. Dann fangen wir mal die Sauerei an. Ich bin voll aufgeregt. Okay, jetzt muss man das Ganze nämlich bewegen, vorsichtig. So, ich mache langsam, ja? Ich kann das immer noch vorspulen. So, nu. Sauerei. Okay, jetzt, ich hoffe, ihr seht noch was. Muss ich mal gucken durch das hier. Bisschen die Ränder verschönern. Krass. Mein erstes. Hohoho. Okay. Ist nicht so einfach, hier nirgends dran zu kommen. So, jetzt muss ich mal da gucken. Mega. Oh, ich bin voll. Ah! Wie geil ist das denn? Ey, Leute, was man hier alles machen kann. Hammer hat. Wahnsinn. Echt. Guckt euch das mal an. So, und jetzt torchen wir das Ganze. Wir brennen noch ein bisschen. Dann kommen nämlich die Zellen besser raus. Wow. Wow. Das sieht Mörder aus. Und jetzt kann man das auch hier unten machen. Nee, dann. Ja, das würde ich nämlich auch. Oder ich mache es anders. Ich lege da jetzt mal Papier drüber. Jawohl, wie geil das aussieht. Also ihr seht das ja auch, gell? Ich habe es ein bisschen aus dem Bild geschoben. Hammer. Jetzt muss ich mir was überlegen, wo ich das zum Trocknen hinbringe. Okay, also ich mache mal kurz Pause. Danke fürs Zuschauen. So, ich probiere jetzt einfach was aus. Wo ich hier noch ein bisschen die Zwischenräume fülle.
Okay, ich habe noch eine andere, die ich ausprobieren möchte. Und zwar das, was hier am Rand jetzt ist, überall. Versuche ich mal hier. So. Ich probiere einfach. Ich möchte gerne ein Rechteck haben. Ich gebe mir gerade Mühe, weil die Karten sind quadratisch. Okay. Das ist hier so eine Karte, ich hoffe, ich kann spielen, wenn ich es auch nicht schon. So, wie macht man die auch so? Passt das? Ja, das wird schon. Eine Seite sollte ich wohl offen lassen, oder? So, dann. Okay. Ja. Sehr vermischt. Ich würde sagen, trocknen lassen. Okay, aber ich mag das nochmal probieren. Dann. Once again. Schauen wir mal. Bisschen weiß. Bisschen an den Rändern vielleicht. Da hat was gefehlt. An den Rändern war ein bisschen wenig. Okay, und ein bisschen grau. Ja, ich mag Pünktchen sehr gerne, könnte ich mich stundenlang mit befassen, muss ich mal sagen. Und das ist auch, was ich unbedingt ausprobieren möchte, dass man diese Pünktchen, also große Kreise macht, die man im Grunde große Kreise, die man immer mehr füllt, sodass am Ende auch so ein schönes Flüssigacrylbild rauskommt. So, komm, was soll's. So, dann brauchen wir noch, nehmen wir eine rosa Karte. Und jetzt machen wir das mal. So. Fein, gell? Die Karten, die glitzern so schön wie hier das. Okay, da fehlt was. Das ist aber schade. Wo ist mein Palettmesser? Da muss noch was hin. Schön. Gefällt mir gut. Seht ihr das? Das fange ich unten an. Schön nachdrücken. Und wow, cool. Guck mal. Schön. Da war ein kleines Loch. Ich bin schon mal gespannt, wie die Dinger trocknen. Ob das auf einer gelben Karte auch schön aussieht. Ich glaube, wir nehmen die Banane mal blau, ne? Da geht nämlich noch was hier.
Entschuldigung. Habt ihr nicht sehen können? Tut mir leid. Wo ist mein Bunsenbrenner? Oh, ich glaube, das ist eine Zelle und kein Loch. Geht er nochmal? Was meint ihr? Also, es ist schon spannend. Ich habe noch ein bisschen rosa, habe ich noch. Oder ich nehme einfach mal ein weißes Blatt Papier und streiche die Zelle drauf aus. What shall we do? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor in the morning? Ich hab noch ein Reden. So, ich bin zwar jetzt überfragt, wie ich das hochkriegen soll. Palettenmesser, wo bist du? Dann nehmen wir das doch. Ah, zu wenig Farbe. Wo war das? Egal. Viel hilft viel, gell? Oder wie war das? Improvisation ist alles. Jetzt schauen wir nochmal, legen wir nochmal drauf. Einen geht noch. Seht ihr das? Seht ihr das klar? Ist ein wenig Farbe und ausgewogen. Okay, dann lassen wir das mal trocknen. Wenn man das zusammenmischt, wird das so ein dreckiges Grau. Da sollte man sich versuchen zurückzuhalten, nicht so viel mischen. Ich kann nicht aufhören, gell? Stimmt. Das macht so einen Spaß. Also ich kann das nur empfehlen. Macht es mal. Ich weiß auch nicht, wie viel Organ es ist. Doch scheißegal. Weil das ist der Knaller. Ui. Da könnten wir auch nochmal gut. So, Jenny, jetzt so langsam, ne? Okay, jetzt mache ich einmal hier rutsch. Und so. Die Aufregung steigt. Schwupp. Oh, da fehlt die Farbe. Schwupp. Okay. Mega. Schaut echt gut aus. So, ich will noch eine haben. Eine kriegen wir noch. Oh. Kipseln und dann zurück ins Weiß. Das bringt... Bisschen buntisches Weiß. Naja, es wird's vertragen. So. Hammergeil, echt, ey. Ist das dreckige Grau auf das, was hier drin ist? Nein. Quatsch. So was doch nicht. Gut. Dunkel ist genug. Dann. Und wir ziehen in die Richtung ab, okay? So, und ich biege das runter, damit sich möglichst keine Luftblasen darunter bilden. Gille? So, Katzenhaare brauchen wir nicht dabei. Gut. Ich muss immer wieder gucken, es tut mir leid. Ich spule das nachher im Video alles. Ach ja, so, hier war wieder ein bisschen wenig irgendwas. So kann es auch nicht alle werden, gell?
Kedischmorsaren. Boah, das sind jetzt schon meine Lieblingsfarben. Also ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ich habe natürlich vieles schon gesehen, das kann ich dazu noch sagen. Aber erste Mal, wie gesagt, ja. Schau mal. Fehlt ein bisschen was, Leute. Schummel. Ich auch gesehen im Internet. Aber eigentlich hat es ja mit Schummeln nichts am Hut, nichts zu tun. Am Hut habe ich mit Schummeln auch nichts, genau. So ist richtig. So. Bunsenbrenner. Heißt das überhaupt so? Diese Dinger hier? Fürs Kochen habe ich den mal gekauft. Kochen tue ich nicht, weil ich momentan nur hier oben bin. Weißt du, was die meinen mit seid vorsichtig, wenn ihr das mit Papier macht? So, einer geht hier noch. Einen probieren wir noch. Mit Gewalt runtergedrückt. Jetzt bin ich halt mal gespannt, weil es kann natürlich sein, wenn man zu viel drückt, ja, genau, dann ist die Hälfte noch nicht bedeckt. So, wir machen das ganz unspektakulär hier. Zack. Nein, nicht. Jetzt wird's grau. Schade. Moment. Habt ihr das gehört? Ein bisschen mehr Kontrast, sage ich, dann geht das. Oh, das ist eine geile Sauerei hier. Probieren wir es jetzt nochmal. Das sieht doch cool aus. Haben wir noch was Kleines, huh? Nur was Kleines, komm schon. Irgendwas. Nö. Aber, da das ja grau wird, ne, und wir nichts verschwenden wollen, kommt das einfach hier rein. Und dann schauen wir mal. Dass es grau wird, habe ich ja eben schon vermutet. Jetzt, ob das auch stimmt, was ich so vermute und erzähle. Ist hier noch was wir brauchen können? Der Rest ist schon angetrocknet. So, ab ins Wasser mit dir. Dann rühren wir das mal. Ich will das mal mit euch zusammen machen. Wird sogar ein schönes, kühles Blau. Das war vorher ein warmes Blau. Ja, cool. Alles klar. Dann beenden wir mal das Video an der Stelle, oder? Ich zeige euch gleich nochmal die... Ich muss nur das Ding abmachen. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Und ich nehme die Kameranummer ab. Danke fürs Zuschauen. Ihr habt das super gemacht. Also, das Zuschauen... Egal, auf jeden Fall. Ich freue mich wie eine Bolle. Und ich guck mal, dass ich Licht hier arrangiert kriege, dass ich euch das zeigen kann. So, das Licht ist leider ein bisschen dunkel hier, aber wir können ja mal gucken. Ich will euch das mal zeigen, wie cool das aussieht. Ist natürlich noch nicht trocken. Hammer, oder? Und hier geht es auch den Rand runter. Den Rand runter! Ich finde das schon cool. Ja, und hier sind halt die Kärtchen, ne? Hat doch auch was. So.